Willkommen zu dem heutigen Pressbriefing des Science Media Centers. Ich begrüße die Experten, die heute anwesend sind, sowie die Journalisten im Chat. Wir wollen heute der Frage nachgehen, welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung von SARS-CoV-2? Wie jetzt schon gewohnt, bitten wir Sie, Ihre Fragen zu stellen, und zwar über die Chat-Funktion, die Sie am rechten äußeren Rand sehen können. Die können Sie jetzt auch schon stellen, während wir die Einleitung geben und das Pressbriefing beginnen. Also gewöhnlich spielen Kinder bei der Übertragung von saisonalen Infektionskrankheiten wie zum Beispiel der Influenza eine entscheidende Rolle. Sie sind häufig jene, die die Krankheit mit nach Hause bringen. Bei der aktuellen Verbreitung von Covid-19 fiel allerdings rasch auf, dass sich dieser neue Coronavirus aber irgendwie anders zu verhalten scheint. Und obwohl sich Kinder offenbar mit derselben Wahrscheinlichkeit wie Erwachsene mit Covid-19 anstecken und eine vergleichbar große Viruslast auch entwickeln können, erkranken sie dennoch seltener. Sie haben zudem häufig keine oder nur sehr milde Symptome und scheinen in einigen Analysen auch nicht als Überträger von Infektionen in Frage zu kommen. Woran das liegt, das wollen wir heute besser verstehen. Und diese Fragen wollen wir nun klären mit den beiden Experten. Dafür begrüße ich als erstes Professor Dr. Ulrike Protzer. Sie ist Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum in München. Hallo, Frau Protzer. Januar haben Sie ja während des ersten Corona-Ausbruchs bei Traunstein die drei Kinder dort betreut. Ist Ihnen da während dieser Analyse bereits schon was aufgefallen? Also was es aufgefallen ist, ist, dass es gab drei Kinder, zwei kleine, 2 Jahre und 5 Jahre und ein Säugling, der noch gestillt wurde. Der Vater hat sich angesteckt, hat als erstes die Tochter angesteckt und dann kam die Mutter und das kleinste Kind, nicht das zweitkleinste, das mittlere Kind, der Zweijährige dazu. Und was auffiel war, dass die Symptome sehr unterschiedlich waren. Die beiden Kinder hatten geringe Symptome. Sie waren nicht asymptomatisch, waren jetzt natürlich auch im Krankenhaus unter Beobachtung. Das heißt, sie haben beide jeweils kurzfristig Temperaturen, erhöhte Temperaturen, auch bis 38 entwickelt, hatten beide eine Leukopenie, haben beide auch so ein bisschen gastrointestinale Symptome gehabt, aber das war mild. Also die sind im Prinzip am Tag danach wieder rumgesprungen und waren da nicht sehr beeinträchtigt dadurch. Wenn man aber die Materialien untersucht hat, also den Nasenrachenabstrich, dann fiel schon auf, dass die Kinder sehr hohe Virustiter hatten, die infiziert waren, die beiden. Höher als der Vater und höher als die Mutter. Und was vielleicht noch auffälliger war, dass man den Virusnachweis bei den Kindern auch im Stuhl führen konnte und dass dieser Virusnachweis im Stuhl, und Virusnachweis ist vielleicht das falsche Wort hier, der Nachweis von Virus-RNA im Stuhl einfach auch sehr lange persistiert hat, also schon deutlich über die Quarantänezeit hinaus. Ob das infektiöses Virus ist oder nicht, ist schwierig zu klären. Wir konnten so ein bisschen, also wir konnten sehr effizient aus dem Nasenrachenraum von den Kindern Virus anzüchten, sprich, da war definitiv infektiöses Virus drin. Also das ist, ich würde mal sagen, sehr gut gewachsen in der Zellkultur. Aus dem Stuhl ist das durchaus schwieriger und da ist ja auch in der Community die große Frage, ist denn der Stuhl überhaupt ansteckend oder nicht? Da wäre ich auch zurückhaltend, aber das Material aus dem Nasenrachenabstrich von den Kindern war also ganz, ganz sicher infektiös. Was interessant war, ist, dass das kleinste Kind sich nicht angesteckt hat, was noch gestillt wurde. Und das, obwohl es ja wirklich auf engstem Raum mit 4 infizierten Personen zusammengelebt hat. Und da ist die ganz große Frage, und das kann vielleicht Herr Hennecke besser beantworten als ich, welche Rolle kann da tatsächlich auch der Schutz über die Muttermilch spielen? Vor allem der Magen-Darm-Trakt bei Kindern vielleicht eher eine Rolle spielt, wurde das überhaupt auch woanders noch beobachtet? Das haben größere Studien auch in China schon beobachtet und beschrieben. Und es gibt ja inzwischen auch weniger, aber doch Studien, dass man das Virus auch aus dem Stuhl anzüchten kann. Allerdings viel, viel schlechter als aus dem Nasenrachenraum. Was virologisch für uns immer ganz interessant ist, eigentlich diese Gruppe der Coronaviren, wenn man die im Tierreich betrachtet, dann machen die eher Magen-Darm-Infektionen, also eher weniger Lungeninfektionen.
Wohingegen dieses Coronavirus jetzt hier bei Menschen ja doch primär auf die Atemwege geht. Aber wo da der Unterschied besteht zwischen Kindern und Erwachsenen, weiß man da schon Näheres darüber? Das ist nicht wirklich klar. Da wird viel diskutiert. Es gibt Theorien, dass vielleicht die Besetzung des Rezeptors, dieses ACE2, das findet man ja auf den Lungenepithelzellen, auch im Nasenrachenepithel. Man findet es aber genauso auch im Darmepithel, dass da vielleicht die Verteilung unterschiedlich sein könnte mit dem Alter. Aber dazu müsste man jetzt systematische Biopsien machen. Das macht natürlich kein Mensch, gerade nicht bei Kindern. Das ist nicht einfach zu beantworten, die Frage. Die andere Theorie, die es gibt und die vielleicht sogar noch wahrscheinlicher ist, ist, dass Kinder eine andere Art B-Zellen haben, die mehr dazu neigen, breiter wirksame Antikörper zu bilden. Und das könnte in dem Fall durchaus dafür schützen, dass die eben schwerer krank werden. Aber das ist bisher, soweit ich weiß, wirklich nicht klar und so eine ganz richtig gute Theorie, die jetzt hinter der alle stehen würden, gibt es auch nicht. Aber es ist ganz klar, und das ist, glaube ich, auch total wichtig, Kinder können sich sicherlich infizieren. Kinder scheiden auch infektiöses Virus aus. Aber Kinder werden viel weniger krank. Das geht in der Diskussion leider manchmal durcheinander. Ja, da möchte ich jetzt zu Herrn Professor Dr. Philipp Hennicke kommen. Er ist Professor für klinische Infektionsimmunologie und Leiter der Sektion für pädiatrische Infektiologie und Rheumatologie in der Klinik für allgemeine Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Freiburg. Herr Hennicke, Sie sind beteiligt auch an einer Studie, um genau der Frage nachzugehen, welche Rolle die Kinder bei der Übertragung von Covid-19 spielen. Und die Studie wird in Baden-Württemberg an 4 Kliniken durchgeführt, wovon Freiburg, dort wo Sie arbeiten, ein Standort ist. Wie ist denn aktuell der Stand? Gibt es da schon erste Hinweise? Die Studie hat ja eigentlich gerade erst angefangen, soweit ich weiß. Ja, also das gibt ja verschiedene Aspekte. Die eine Frage ist, wie sind Kinder akut an dem Infektionsgeschehen beteiligt. Das hat natürlich die klinischen Aspekte, die oft führend sind, weil wie kommen wir an Patienten? Das eine ist und das ist in den meisten Studien ja so, dass es darum geht, dass erstmal ein Arztkontakt hergestellt werden muss, wenn es nicht populationsbezogene Studien sind. Und populationsbezogene Studien, so wie wir sie hier auch machen, haben wir den großen Nachteil, dass wir trotzdem einen Zeitpunkt X haben. Das geht auch, leider ist alles furchtbar kompliziert und das ist, das macht es nicht einfach in der Kommunikation. Wenn ich zum Beispiel Kontaktpatienten angucke, dann muss ich ja, um dann festzustellen, ob ein Kontaktpatient infiziert ist, das kann ich zum Zeitpunkt X ja gar nicht sagen. Das kann ja gerade, wir wissen, dass die Viren durchaus 3 Wochen auf den Schleimhäuten persistieren können. Und das haben wir hier auch jetzt im Einzelfall schon mal gesehen, dass wir Patienten hatten in unserer Studie, die sind lange gesund. Die ganze Familie hat noch Virusnachweis. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, wir können sagen, es kann auch durchaus sein, wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt jetzt ein Kind in der Familie, das ist zu dem Zeitpunkt 3 Wochen, nachdem die Infektion eigentlich durch ist durch die Familie, ist negativ, nicht infiziert, steckt sich jetzt an, dann klären die anderen Mitglieder vielleicht dann doch in der Woche 4 ihre Viren. Und wir haben jetzt noch die Inkubationszeit, die ja im Einzelfall auch nicht klar ist. Das heißt, wir sind auf einmal in Dimensionen in so einer Familie, wenn das dann auch noch weitergereicht wird in größeren Familien, da reden wir über Monate, wo sich so eine Infektion durch die Familie durchreicht. Das heißt, alle negativen Aussagen, jemand ist nicht infiziert oder es Kontaktpersonen sind nicht infiziert, sind wahnsinnig schwierig. Ja, das ist einfach ein technisches Problem, das wir aber ja seit Jahrzehnten von anderen respiratorischen Erkrankungen kennen. Und das Ganze, auch diese, leider unsere Datenhörigkeit, ja, wir gucken täglich auf irgendwelche Grafiken und wir müssen auf der anderen Seite sagen, die Dynamik, die da drin ist, diese unglaubliche Dynamik, ja, wir sehen, die haben wir überhaupt nicht verstanden. Wir können natürlich Einzelereignisse untersuchen, können sagen, X trifft Y, was passiert? Da können wir, wenn wir ganz sorgfältig sind, da können wir noch was zu sagen. Aber wenn wir Familien haben mit 4, 5 Mitgliedern, die dann auch Außenkontakte haben, also ich glaube, da muss man sehr bescheiden mit. Das sage ich jetzt aber nur deswegen, weil die Daten, die wir jetzt hier erheben, auf der einen Seite, wir haben ja sehr wenig akut erkannt im Augenblick. Das heißt, da haben wir Wege jetzt noch, die zum Teil deren Erkrankung auch schon durchgemacht ist. Und dann machen wir aber diese serologischen Studien, die ja auch sehr diskutiert sind, Heinsberg, Berlin und so weiter. Es gibt ja riesen Twitter-Diskussionen,
Da sind wir aber im Augenblick wirklich, da sind wir auch sehr zurückhaltend, weil diese Befunde sehr viel Interpretationsspielraum haben. Also wir haben verschiedene Tests, die angesetzt werden. Einige sind sensitiver, andere sind spezifischer. Und die muss man sorgfältig durch Bestätigungstests, Neutralisationstests und so weiter mit entsprechenden Kontrollen untersuchen, bevor man da Wasserstandsmeldungen gibt. Wen untersuchen Sie denn jetzt genau in den Studien? Wie läuft das ab und wie selektieren Sie die Probanden? Also das ist jetzt wirklich, das ist ja eine Studie, die eigentlich ad hoc zeigen sollte, was ist eigentlich hier los? Wir sind ja eine Grenzregion mit relativ hohen Infektionsraten, relativ hoch. Und bei den ganzen Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden sollten, sollte es einen Status quo geben, um festzustellen, was ist eigentlich los in der Bevölkerung. Und wir haben ja notbetreute Kinder. Das heißt, hier geht es ganz banal tatsächlich um so eine Querschnittsuntersuchung, öffentlicher Aufruf. Eltern müssen bereit sein, Kinder mitzubringen. Die Kinder müssen auch überzeugt werden, dass bei ihnen Blut abgenommen wird. Wir müssen ja für diese Serologie Blut abnehmen. Das hat natürlich einen hohen Freiwilligkeitsgrad. Das ist nicht wirklich repräsentativ. Aber ich glaube, das ist dadurch, dass wir ja insgesamt 2000 Kinder und 2000 Erwachsene angucken, schon eine ganz gute Stichprobe in Baden-Württemberg. Aber wirklich eine Statuserhebung. Wir gucken mal, was ist los. Und jetzt müssen wir, das hängt auch davon ab, wie geht es weiter mit dem Infektionsgeschehen. Ich denke, wir haben eine Basis, um dann in weiteren Erhebungen auch zu gucken, vielleicht wenn die Kindergärten auf sind, vielleicht wenn es zu einer zweiten Welle kommt, dann kann man solche Fragen sich denen schon eher nähern. Gibt es vielleicht eine Überrepräsentation von Kindern, die dann in den Kindergärten sind, gegenüber denen, die häuslich betreut sind? Ja, also das ist ein ganz dynamisches, ganz modernes, dynamisches Modell. Im Augenblick haben wir jetzt abgeschlossen. Oh. Sie hören ihn auch nicht mehr? Ich auch nicht mehr? Auch nicht mehr, nee. Ah, Herr Hennecke, schön, dass Sie wieder da sind. Sie waren gerade komplett weg. Ach. Wir haben also leider das Ende gar nicht gehört. Also wir haben, ich weiß nicht, war das mit den 2000? Wir haben 2000 Kinder und 2000 Erwachsene jetzt gesampelt. Und wir werden in den nächsten 3 Wochen, denke ich, dann die Ergebnisse haben. Aber wir haben sicherlich, die allermeisten haben mit Corona bis jetzt nichts zu tun gehabt in Deutschland. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Und die Zahl von 15% aus Heinsberg, ich würde mal mutig spekulieren, die werden wir nicht erreichen. Bei weitem nicht. Ja, obwohl Sie ja die Kinder aus den Notbetreuungen haben, also auch von den Eltern, die absolut Kontakt haben, die arbeiten. Und ja, wir haben sicher eine Überrepräsentation von, ich sage jetzt mal Risiko, hört sich viel zu dramatisch an, aber wer sich meldet bei solchen Studien, das sind viele Familien aus dem Gesundheitsbereich, viele sicher stärker Exponierte dabei. Das heißt, ich würde mich wundern, wenn wir die Zahl unterschätzen durch unsere Studie. Die Zahl ja. Frau Potzer, zu den zwei Theorien. Vielleicht haben die Kinder weniger von den ACE-Rezeptoren oder andere B-Zellen. Also wie heißen denn die B-Zellen, die andere Antikörper herstellen bei kleinen Kindern? Das sind, ich glaube, das geht jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weit in die Immunologie hinein. Das sind so Memory-Type, also Gedächtnis-B-Zellen. Und da kann man eben mit bestimmten Markern die auseinanderhalten. Und die einen produzieren Antikörper, die sind von einem IgM-Typ, der breit verschiedene Erreger binden kann. Und das ist was bei Kindern halt notwendig ist, weil die ja natürlich gegen viele Infektionen sich auch schützen müssen. Und bei Erwachsenen geht das so ein bisschen verloren. Da shiftet dann diese B-Zell-Antwort, also das sind ja die Zellen, die für die Antikörperproduktion zuständig sind, mehr in die Richtung, dass sie spezifisch ist für Erreger, die man schon mal gesehen hat. Oder heute sehen wir nicht mehr alle, sondern werden zum Teil geimpft dagegen, für die wir also schon eine spezifische Immunantwort aufgebaut haben und die dann spezifisch wirklich für den jeweiligen Erreger sind. Also kann man sagen, dass Kinder einfach viel schneller darin sind, also das Immunsystem, sich dagegen zu wehren? Insgesamt ist das Immunsystem von Kindern einfach darauf ausgerichtet, dass es am Anfang mal, dass diese Kinder überleben. Ja? Heutzutage haben wir relativ sterile Bedingungen um uns rum und wir sind gar nicht mehr gewohnt, das sieht man ja auch in der momentanen Krise, dass Infektionserkrankungen irgendeine Bedeutung haben. Aber die haben sie natürlich und die haben sie natürlich auch für unser Überleben der Population oder evolutionär. Und die Evolution hat das schon so gemacht, dass der erste Schutz mal von der Mutter über die Muttermilch kommt und dass dann die Kinder eine gewisse Fähigkeit haben,
auch gegen Erreger zu reagieren, die ihr Immunsystem vorher noch nicht gesehen hat. Und je länger man lebt, umso weniger braucht man das und umso mehr shiftet dann diese Immunantwort in eine Antwort, die dann sehr erregerspezifisch ist. So kann man es vielleicht am einfachsten runterbrechen. Ja. Darf ich vielleicht mal was einfügen? Ja, selbstverständlich. Vereinfachen ist gut, zu kompliziert ist schwierig, aber wir die klassische Immunologie, und darum geht es jetzt auch in der Diskussion, also wird Abwehr gebildet, wofür, die hat auch immer sehr viel mit Messbarkeit zu tun. Und die klassische Immunologie bezieht sich auf Blutzellen zum großen Teil. Wir wissen aber, hat Frau Potzer ja gerade auch schon schön dargestellt, dass wahrscheinlich auch die Aufenthaltsmöglichkeit von Viren sich ändert. Und das ist bei Kindern, dass wir bei Kindern mehr Viren vielleicht im Darm haben. Und wir kennen das jetzt nicht nur von Coronaviren, sondern wir kennen das zum Beispiel bei Neugeborenen, ist die Verteilung von auch Bakterien völlig andere, also wesentlich weniger zoniert. Und für Viren gilt es auch. Das heißt, wir haben auch eine lokale Immunität, die kann man ganz schlecht messen. Die Zellen, die in der Schleimhaut sitzen, gerade wenn es dann Richtung Darm geht. Und das ist etwas, was wir tatsächlich gut kennen, seit langem kennen von anderen Erregern, dass die bei Neugeborenen eine andere Verteilung im Körper haben als bei Erwachsenen. Und ich denke nur, um auch das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, wir haben, bevor wir Corona hatten, war für alles das Mikrobiom schuldig. Das war ja so, das haben wir vorher gehabt. Das heißt, das Mikrobiom, wo wir gesagt haben, die Zusammensetzung, jetzt mal so ganz grob, die Zusammensetzung der Körperflora hat gerade am Beginn des Lebens, hat lange Konsequenzen für metabolisches Syndrom, Hypertonus, ja, Infektanfälligkeit, Impfantworten, Tumoren. Und ich glaube, es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich klarzumachen, dass wir haben ein völlig anderes Mikrobiom gerade in den ersten drei Lebensjahren, oder sagen wir in den zwei ersten Lebensjahren als später, dass das auch eine Rolle hat, spielt jetzt natürlich unter anderem auch eine Rolle, spielt auf die Anwesenheit von Klärung von Coronaviren, weil die kämpfen ja gegeneinander. Ja? Die Körperflora, die normale Körperflora und irgendwelche Eindringlinge von außen kontrollieren sich ja auch gegenseitig. Das heißt, da haben wir wirklich ganz viele Ebenen, wo Unterschiede da sind zwischen Kindern und Erwachsenen. Und es wird keine einfache Erklärung dafür geben. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Coronaviren die ersten Viren sind, sondern wir beschäftigen uns ja seit Jahrzehnten mit der Frage, warum sind Influenza-Infektionen anders? Warum sind sogenannte RS-Viren so wichtig bei Kindern? Das sind riesige, jahrzehntelange Forschungsgebiete. Aber gibt es denn auch Viren, bei denen Kinder so gar nicht betroffen sind und Erwachsene schon? Also gibt es da noch ein anderes Beispiel? Ganz häufig. Das ist sogar ganz typisch, also dass Kinder viel weniger betroffen sind von Viruserkrankungen. Also nehmen Sie nur EBV, das Epstein-Barr-Virus. Früher waren alle in den ersten ein, zwei Lebensjahren infiziert. Da haben wir nie symptomatische Infektionen gesehen. Heute durch verstärkte Hygienemaßnahmen, weniger direkten Kontakt im ganz Kleinkinderalter und so weiter, kommen die Infektionen später, erst im jugendlichen Alter, und plötzlich werden die deutlich symptomatisch. Das ist was wir ganz, ganz typisch sehen. Ich glaube, Herr Hennecke kann das bestätigen für ganz viele Virusinfektionen. Ja. Gut, dann möchte ich jetzt... Alle Varianten. Es gibt auch Erkrankungen natürlich, die wir nur im Kindesalter sehen, Varianten, die zwar sehr hohe Viruslasten, wir haben oft hohe Viruslasten, wenn Infektionen am Anfang des Lebens stattfinden, aber die Kinder sind nicht symptomatisch. Das gilt auch für so böse Dinge wie HIV. Ja, also die Kinder haben extrem hohe Viruslasten, sind aber gesund, also klinisch gesund. Säuglinge. Also es ist keineswegs so, dass Säuglinge irgendwie generell schwächer oder anfälliger, die gehen einfach anders um mit diesen Erregern. Aber aus dem Wissen dieser Erkrankung oder dieser Interaktion zwischen Kindern und deren Viren, wenn Kinder auch auf andere Viren im Kleinkindalter oder im Kindesalter noch nicht reagieren, kann man sich jetzt noch keine Erklärung vielleicht übertragen, wieso das bei SARS-CoV-2 auch so ist? Nein, weil die Infektionen sind doch sehr unterschiedlich. Also so ein klassisches Beispiel ist EBV, anderes Beispiel ist HIV oder auch die Hepatitis B. Wenn Sie die im kleinen Kindesalter erwerben, dann lebt das Virus im Prinzip chronisch mit Ihnen und Sie merken oft für die ersten 20 Jahre gar nichts. Und erst dann tauchen Symptome auf und auch erst dann tauchen die Probleme auf.
Was man vielleicht noch verstehen muss, insgesamt, wenn man sich Viruserkrankungen anguckt, Viren können sich ja nicht selber verbreiten. Ja? Das heißt, Viren bei so akuten Virusinfektionen induzieren Symptome, um verbreitet zu werden. Und diese Symptome kommen typischerweise durch die einsetzende Immunantwort. Was auch dazu führt, wenn man das jetzt auf die aktuelle Infektion bezieht, dass die höchsten Virustiter da sind, bevor jemand Symptome hat. Ja? Also wenn ich jemanden habe und der geht zum Testen, weil er Symptome hat, dann hat der typischerweise schon gar keine so hohe Viruslast mehr, wie er kurz vorher hatte und oft schon auch gar keine mehr. Die geht teilweise dann wirklich auch sehr schnell wieder weg. Also es gibt ja Beispiele, ich glaube, da kam auch eine Frage im Chat, dass ein Kind, das eine nachgewiesene Infektion hatte, mit 72 anderen zusammen war und keinen angesteckt hat. Das ist jetzt nicht sehr verwunderlich, weil mit Einsetzen der Symptome, bis das überhaupt bemerkt wird, dann oft die Viruslast auch schon negativ ist. Und dann stecke ich danach natürlich auch niemanden mehr an. Also ich glaube, aus so Einzelfällen kann man, so Fälle gibt es bei Erwachsenen ganz genauso, aus so Einzelfällen kann man keine Schlussfolgerung ziehen, sondern da braucht es wirklich systematische Studien, genau wie Herr Henkel die vorgeschlagen hat oder gerade auch initiiert hat, wo man versucht, mit einer gut aufgesetzten Stichprobe und auch gut aufgesetzten, zeitlich determinierten Untersuchungen, da sich das Ganze wirklich anzuschauen und eine solide Datenbasis zu schaffen. Aus Einzelbeobachtungen irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, ist eigentlich nicht möglich. Ich denke, das ist auch so, vielleicht, wenn ich das kurz anfügen darf, weil ja auch eine Frage kam zu Kawasaki. Gibt es Kawasaki ähnliche Erkrankungen bei Kindern mit? Die gibt es, aber wir haben ungefähr 200 Kawasaki-Fälle in Deutschland im Jahr mindestens. Also das sind die, die berichtet werden. Das sind sicher noch deutliche Unterschätzung. Und es macht nur Sinn zu sagen, dass wir natürlich ein extremes Spektrum an Immunpathologie nennen. Das heißt, es gibt zwei Kinder, die wirken total ähnlich. Die leben vielleicht in einer Familie. Ein Kind wird schwer krank und das andere Kind hat kaum Symptome. Und das ist nicht jetzt einfach zu erklären. Die haben sich völlig gleich entwickelt vorher. Und das sind geringe Veränderungen im Immunrepertoire, nenne ich das jetzt mal, verantwortlich, sicher auch als eine Erklärung. Variabilitäten sind da verantwortlich. Aber eben da gilt auch wieder, wenn man diese Briefmarken sammelt, wie im Augenblick, wo man jeden Fall auf einmal sehr, sehr groß beleuchtet und der über Twitter, Medien, Social Media gleich in Spiegel Online Titelseite geht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist ja zum Teil so, dann glaube ich, kriegt man ganz falschen Eindruck über das Spektrum, das eben typischerweise bei ganz vielen Infektionserkrankungen von asymptomatisch bis im Einzelfall schwerst symptomatisch verläuft. Das ist auch was, womit wir täglich umgehen im KN. Ja. Ich mache mal weiter mit den Fragen. Ich würde Sie bitten, dass ich auch die Fragen stellen kann. Wenn die Viruslast bei Kindern so hoch ist, Frau Protzer, sogar höher als bei den Erwachsenen, heißt das dann, dass Sie auch an andere Menschen schneller oder deutlich stärker anstecken können? Nicht unbedingt, weil für die Ansteckung eines anderen Menschen ist ja die Frage, wie lange oder für die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung. Wie lange habe ich Kontakt zu demjenigen, der das Virus ausscheidet und wie nah war dieser Kontakt? Bei einem kleinen Kind würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der Kontakt zu den Geschwistern oder zu den Eltern durchaus schon eine gewisse Zeit pro Tag da ist und auch jeden Tag da ist, egal ob das jetzt nur kurz vor Auftreten der Symptome, beim Auftreten der Symptome oder kurz danach ist. Das heißt, da ist sicherlich ein hohes Ansteckungsrisiko innerhalb der Familie. Wenn man sich dann überlegt, wie ist das in Kindergruppen, dann kommen wieder andere Faktoren dazu. Da kommen dann die Faktoren dazu, ist das draußen an der frischen Luft oder ist das in geschlossenen Räumen? Wie haben die Kinder miteinander Kontakt gehabt? Auch welches, also vom Alter der Kinder hängt ja auch sehr davon ab, ob die eher eng miteinander spielen oder eher sich über Handys per SMS unterhalten. Ist ja doch sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Alter man sich anschaut. Und natürlich auch, wie gut Kinder dann schon Hygienemaßnahmen einhalten können. Also der Hauptweg der Ansteckung ist die Tröpfcheninfektion. Wenn jemand hustet, wenn jemand laut spricht, vielleicht auch singt, wo wirklich so mit Dampftröpfchen rauskommen, ist ein hohes Risiko. Aber wenn man dann diese schleimbehafteten Tröpfchen an der Hand hat und fast damit gibt,
jemand anders die Hand oder fasst dem ins Gesicht, besteht natürlich auch darüber eine Ansteckungsmöglichkeit. Deswegen hilft ja auch das Händewaschen bei solchen Infektionen. Und das ist natürlich, je kleiner die Kinder sind, umso leichter kommt so ein Kontakt auch zustande. Und je größer die Kinder sind, umso eher kann man sie natürlich dazu auch anhalten, ganz normale Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und also so weiter. Also wäre unterm Strich dann die Konsequenz, dass man jetzt also Kitas doch noch geschlossen halten sollte, aus Ihrer Sicht? Also ich persönlich denke immer, wir müssen ja lernen, mit dieser Infektion zu leben. Wir werden die ja nicht mehr komplett loskriegen. Ja, ich glaube, die Chance ist vorbei. Die war ganz kurz, als die Chinesen es geschafft hatten, das tatsächlich ja einzudämmen. Aber mit der Ausbreitung über die Welt ist das nicht mehr möglich. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wenn wir etwas öffnen, was wir müssen, welches Risiko und welcher Nutzen ist damit verbunden? Und das Risiko ist jetzt sicherlich bei kleineren Kindern, weil die einfach Hygienemaßnahmen nicht so gut einhalten können, der Übertragung höher als bei etwas älteren Kindern. Andererseits muss man dann wieder überlegen, wie hoch ist der Nutzen und wie hoch kann auch der Schaden für den Einzelnen sein. Wir haben vorhin schon diskutiert, die Kinder, je jünger sie sind, umso, also ganz kleine unter einem Jahr scheinen ja schon auch ein erhöhtes Risiko zu haben, krank zu werden, aber danach, so von 5 bis 18, ist das Risiko, schwer zu erkranken, für das Kind selber sicherlich gering. Da muss man dann eher überlegen, wie ist das Risiko für das Umfeld? Also sind im Umfeld Eltern, die ein hohes Risiko haben, weil sie Vorerkrankungen haben, leben die Großeltern mit im gleichen Haushalt und solche Dinge, die man dann mit bewerten muss. Insofern ist die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Was man tun muss, man muss akzeptieren, es gibt ein Risiko, sich zu infizieren. Und wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Wir müssen stufenweise öffnen, um nachher auch sagen zu können, okay, das hat was ausgemacht und das hat nichts ausgemacht. Wenn wir alles auf einmal aufmachen, kriegen wir das nicht mehr auseinander. Aber wir müssen öffnen, wir werden öffnen. Und natürlich müssen wir auch Schulen wieder öffnen. Natürlich müssen wir irgendwann auch Kindergärten wieder öffnen. Wir müssen uns halt gut überlegen, wann können wir das tun und welche Begleitrisiken können dabei sein, wie können wir die vermindern. Ja, es gab eine Analyse in einem italienischen Ort, wo Organeo, wo 70% der Bevölkerung gescreent wurden und da wurde kein Kind unter 10 Jahren gefunden, welches positiv aus SARS-CoV-2 getestet werden konnte. Aber 2,6 der Erwachsenen und der über 10-Jährigen wurden detektiert. Können Sie diese Größenordnung bestätigen? Also die Frage geht auch an beide. Also ich glaube, die Studie in Wohl ist sehr, sehr, sehr gut gemacht worden. Das ist natürlich jetzt kein Riesenort. Wenn ich es recht weiß, sind so etwa 3000 Einwohner. Wenn Sie dann die 2% da rausrechnen, dann sind das 60 positive. Wenn jetzt da kein Kind dabei war, ist das natürlich durchaus möglich, zumal diese Testung ja auch nach dem Lockdown in Italien passiert ist. Da würde ich jetzt sagen, das ist wieder ein bisschen eine Frage, wie groß sind die so Untersuchungen, unter welchen Bedingungen sind die gemacht worden. Aber die Daten glaube ich, also ich glaube, das ist eine solide gemachte Studie. Also in Dänemark wurden ja die Kitas und Grundschulen schon vor etlichen Wochen wieder geöffnet. Wissen Sie, wie sich da das Infektionsgeschehen geändert hat? Oder auch in Schweden sind ja die Kitas und Schulen offen und wissen Sie, wie? Wir können vielleicht was sagen zur Schweiz. In der Schweiz waren ja, obwohl da die Zahlen einfach, also mir bekannten Zahlen nicht gut genug sind, um da irgendein Risiko abzuschätzen. Und das überfordert auch, dass, glaube ich, die Qualität dieser Unterschiede. In der Schweiz waren wesentlich mehr Kindergärten, die Kindergärten waren ja alle formal nicht geschlossen, einzelne schon, aber das war eine individuelle Entscheidung und wir haben aber auch gleichzeitig den Zusammenbruch, sage ich das jetzt mal, hört sich so negativ an, aber der Infektionslast in der Schweiz war ja schon sehr eindrucksvoll. Also die haben ja sehr, sehr wenig Neuinfektionen im Augenblick und waren ja stark betroffen. Und das sind aber natürlich, es sind alles Einzelbeobachtungen und die Situationen sind so unterschiedlich. Wenn wir uns auch die Zahlen aus Island angucken oder in China, wo jedes Land hat spezifisch reagiert und hat auch ganz spezifische Strukturen, wie groß sind die Haushalte zum Beispiel, in denen die Kinder leben, wie viele Außenkontakte werden erlaubt. Das heißt, ich glaube, wir müssen tatsächlich für unser Land, für unsere Bedingungen,
für unsere Haushaltsgrößen, für unsere Art, wie wir mit Kindern umgehen, die ist ja auch von, die ist so stark kulturell geprägt, wie viel Kontakt, engen Kontakt gibt es zwischen Eltern und Kindern. Da müssen wir jetzt, was wir prospektiv nennen, gucken, was passiert in Deutschland mit den Infektionen, wenn wir stufenweise Schritt für Schritt die Einrichtung wieder öffnen. Aber ich würde Frau Protzer auch nur recht geben, da kommen wir ja gar nicht dran vorbei. Und wir können nicht darauf warten, dass die nächste Welle irgendwann kommt, sonst sitzen wir wie die Schlange vorm Kaninchen und verhungern. Und es ist auch sozial, ich sehe auch das große soziale Problem, dass die Menschen, die traditionell am meisten angewiesen sind auf externe Betreuung, gerade von kleinen Kindern, die haben oft die wenigsten Möglichkeiten, in so einer Situation zurechtzukommen. Und deren Kinder sind auch am bedrohtesten. Also wir haben das jetzt auch im Rahmen der Studie erlebt. Das ist schon eindrucksvoll, wenn man Kinder trifft, die sagt, die haben, sind Einzelkinder, die haben seit 5 Wochen kein anderes Kind mehr gesehen. Und was das mag ja für im Einzelfall völlig okay sein, aber wenn man das jetzt mal generalisiert, dann ist auch noch ein Unterschied, ob man das jetzt 5 Wochen macht oder ein Vierteljahr oder noch länger. Also ja. Ich glaube, da braucht man sehr, sehr gute Gründe und das geht nicht umgekehrt. Wir können nicht immer sagen, wir können nicht ausschließen, dass Kindergärten da eine große Rolle spielen, sondern wir müssen das auch zeigen, weil es geht um die Kinder, die sind selbst betroffen und die sind nicht nur altruistische Elemente der Gesellschaft. Ja. Hier kommt noch mal eine Frage zu dem Kawasaki-Syndrom. Also weil ja aus den USA und Großbritannien einige doch sehr schwere Fälle berichtet wurden. Gibt es denn bekannte Fälle aus Deutschland? Und wenn ja, weisen diese Kinder besondere Risikofaktoren für diesen schweren Verlauf auf? Also es gibt ja nur Einzelfälle. Wir haben auch selbst einen Fall gehabt, den man daran, das ist, Kawasaki ist auch so ein bisschen ein schwammiger Begriff, dann geht es oft um atypisches Kawasaki-Syndrom. Kawasaki-Syndrom kann infektiöse Auslöser haben, verschiedenster Art. Oft finden wir auch gar keinen Auslöser. Aber es gibt die Fälle, eindeutig. Aber jetzt nicht mit einem, es sind auch zu wenige, aber nicht mit einem eindeutigen. Also zum Beispiel unsere Patientin war eine Jugendliche, die hatte kein Risikoprofil vorher, kein erkennbares Risikoprofil. Und das ist aber wieder auch typisch für diese Kawasaki-Verläufe. Hier war das eindeutig atypisch, weil es vom Alter nicht passt. Normalerweise sind Kawasaki bei jüngeren Kindern statt. Aber da können wir noch nichts zu sagen, weil, wie ich vorhin schon sagte, 200 Fälle Kawasaki haben wir pro Jahr. Das heißt, die meisten Kawasaki-Fälle auch jetzt im Augenblick sind zumindest nicht nachweisbar Corona-assoziiert. Und die muss man dann erst wieder vergleichen und waren Sie wieder leider einen kurzen Moment weg für wahrscheinlich den Ende Ihres Satzes. Wir brauchen ein bisschen Geduld, habe ich gesagt. Wir müssen deutlich mehr Fälle mit Kawasaki, die im Augenblick, die nicht Corona-assoziiert sind. Noch, ja. Aber das kann sich natürlich ändern. Das müssen wir jetzt auch, muss man genau angucken. Und das könnte natürlich auch eine Unterdiagnose sein. Brauchen wir ein bisschen längeren Beobachtungszeitraum. 200 Fälle im Jahr gibt es, ja. 200 Kawasaki, das sind so Daten, die auf Krankenhausaufnahmen beruhen. Sie hatten vorhin über die Darmflora und das Mikrobiom gesprochen. Und wenn eine gesunde Darmflora eine herausragende Rolle bei der Symptomatik spielt, ob die jetzt mild oder schwer verlaufen kann, welche Empfehlungen ließen Sie sich denn da aus der Erkenntnis ableiten? Wird denn auf diesen Zusammenhang genügend hingewiesen? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überinterpretiert. Das wollte ich nicht sagen, das wissen wir nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir über Schleimhaut, im Prinzip über einen Schleimhauteingang findendes Virus reden und dass dort komplexe Interaktion zwischen Flora, also zwischen anderen Mikroorganismen und den Zellen besteht und die auch einer starken Entwicklung von Kindheit zu Erwachsenen unterliegt. Welche Rolle das jetzt genau in der Coronavirus-Infektion steht, das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand weiß. Aber das ist zumindest ein Bereich, der möglicherweise eine Rolle spielt. Aber auch da fehlt es immer mit noch an Daten. Vor 2 Wochen hatte vom Gesundheitsamt in der Schweiz wurde in einer Pressemitteilung verkündet, dass die Kitas auch wieder geöffnet werden können, vor allem weil Kinder ja den Rezeptor, den ACE2-Rezeptor, über den wir vorhin schon gesprochen haben, nicht so stark exprimieren können. Was genau weiß man denn darüber?
Nicht genug, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, das würde erfordern, dass man jetzt wirklich Biopsien hätte aus dem Nasenrachenraum, aus der Lunge, aus dem Darm von Kindern in verschiedenen Altersstufen und von Erwachsenen. Und die hat man schlicht und einfach nicht. Und das kann man natürlich auch ethisch vertretbar nicht machen, sodass diese Frage der Rezeptorexpression nicht abschließend zu klären ist. Das muss man einfach sagen. Wir wissen aber, dass nachdem ja kleine Kinder das Virus vermehren können und auch Erwachsene das können, dass auf jeden Fall beide diese Rezeptoren haben. Und ich weiß nicht, ob diese Frage nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr philosophischer ist. Kann denn auch das Alter bzw. die Gesundheit der Endothelzellen zwischen jungen und alten Menschen eine Rolle spielen, wie sich so eine Infektion entwickeln kann? Wie sie sich entwickelt, glaube ich eher nicht, aber natürlich schon, welche Komplikationen sie haben kann. Was wir ja sehen, gerade jetzt bei den Erwachsenen, aber teilweise auch bei jungen Menschen, ist, dass die sehr unerklärliche Gefäßkomplikationen haben. Wir haben eine junge, Anfang 20-jährige Patientin gesehen mit einem heftigen Schlaganfall, der bedingt war durch eine Coronavirus-Infektion. Also da hatte sich ein Gefäß, Thrombus, gebildet, der einen Schlaganfall ausgelöst hat. Und solche Fälle sieht man. Die sieht man in der Lunge, die sieht man in der Leber, die sieht man im Herz-Kreislauf-Gefäßen bis hin eben zu den kopfversorgenden Gefäßen. Und das, woher das ganz genau kommt, weiß man auch noch nicht, aber das hat sicherlich irgendeinen Zusammenhang mit dem Schaden, den das Virus macht in den Epithelien, möglicherweise aber auch eben in den Endothelien. Und also das ist, glaube ich, was man schon sagen kann. Herr Hennecke, Sie sind jetzt an der einen Studie in Deutschland beteiligt. Und die Frage geht auch an Sie beide. Welche weiteren Studien laufen denn derzeit in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz? Na gut, es gibt jetzt gerade eine Vielzahl von Studien. Wir sind auch gerade dabei, jetzt noch eine Kohortenstudie aufzuziehen. Es gibt Mitarbeiterstudien, wo exponierte und auch infizierte Mitarbeiter in Krankenhauseinrichtungen nachverfolgt werden. Es gibt eine Vielzahl, die wird jetzt gerade auch in diesen Tagen. Entschuldigung, dass ich Sie nochmal unterbreche. Ich meinte natürlich Studien zu der Frage Kinder und wie Kinder von SARS-CoV-2 betroffen sind. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ja. Das sind viele Studien, die dann auch da reingreifen. Und jetzt wird jetzt auch gerade, das ist vielleicht ganz interessant, wird ja dieses nationale Forschungsnetzwerk gerade, bildet sich ja jetzt gerade in diesen Wochen, wo wir sehr, sehr viel Forschungsaktivitäten sicherlich jetzt nochmal sehen werden in Deutschland. Es wird ja von der Charité aus koordiniert. Also ich weiß jetzt von mehreren Studien, die jetzt gerade anlaufen, allein hier im Bereich Baden-Württemberg, zu Spezialfragen, gerade bei was Kinder betrifft. Aber das ist, ja, also wir planen gerade eine Familienkohortenstudie, beziehungsweise da sind wir jetzt dabei, werden wir in den nächsten 2-3 Wochen umsetzen. In München läuft ja hier auch gerade eine Studie in 3000 Haushalten, wo also auch man sich gezielt anschaut, wie sind die Kontakte innerhalb von Haushalten aus so stark betroffenen Regionen wie jetzt Heinsberg. Wenn man die Studie von Herrn Streeck anguckt, dann sieht man, da sind Kinder genauso betroffen wie Erwachsene. So ein bisschen das, was man jetzt eigentlich auch erwarten würde. Also nicht von der Krankheit betroffen, sondern einfach auch infiziert gewesen. Ja, dass sie weniger krank werden, gibt es, glaube ich, gar keine Diskussion drüber. Das sehen alle Studien. Und auch aus China gibt es jetzt die ersten Studien aus Wuhan, ja auch ein sehr stark betroffener Bezirk, die publiziert sind. Und auch die sehen, dass die Übertragung genauso an Kinder und von Kindern passiert. Dass die sehen aber auch in dieser Studie, dass die Schließung der Schulen tatsächlich einen Effekt auf die Ausbreitung hat, was ja auch diskutiert wurde, ob das nur bei der Influenza was ausmacht oder auch jetzt bei diesem Geschehen. Also da sagt diese Studie, ja, das hat auch einen Einfluss bei der SARS-Coronavirus-Ausbreitung. Was bei uns in Deutschland, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, und das unterscheidet so die Allgemeinbeobachtung von den Untersuchungen in den Hotspots, wo einfach viele ein hohes Risiko hatten, weil halt sehr viele Menschen infiziert sind. Und dann ist das Risiko allgemein hoch und natürlich für Kinder und Erwachsene hoch. Was wir sonst hatten in Deutschland, war ja eine Eintragung, die sehr stark geprägt war durch die Skifahrer,
die zurückkamen aus Ischgl und dort Après-Ski-Party gemacht haben oder aus Südtirol zurückkamen und auch durch die, ja, durch die Karnevalsfestivitäten. Und wenn man darüber nachdenkt, und das finde ich ist ein Aspekt, der noch nicht so richtig in die Diskussion mit eingeht, sind natürlich die kleineren Kinder gerade nicht die, die auf die Après-Ski-Party gehen und typischerweise auch deren Eltern nicht so sehr, weil die halt mit ihren Kindern daheim bleiben, sondern das sind ja eher die jungen Erwachsenen, die ja ohne Kinder auch häufig sind oder zumindest dort beim Feiern sind. Und das macht natürlich was aus auf die Seroprävalenz, die ich nachher sehe. Wenn das die primär betroffene Gruppe war, die wir jetzt auch sehen in den Studien, dann sind da logischerweise auch erstmal weniger Kinder dabei. Und ich glaube, die wirkliche auch Seroprävalenz bei den Kindern werden wir jetzt erst lernen, wenn die Schulen wieder mehr aufmachen, wenn die Kindergärten wieder mehr aufmachen. Und wenn man, und das müssen wir jetzt halt sehr, sehr eng beobachten und sehr, sehr eng begleiten, wenn man dann sozusagen so ja über die Bevölkerung gesehen wahrscheinlich ein eher gleiches Risiko in allen Bevölkerungs- und Altersgruppen vielleicht nicht, weil die, ich glaube, die Älteren werden schon noch vorsichtiger sein und auch sich da mehr zurückhalten. Gehen Sie davon aus, dass wir in nächster Zeit durch die Lockerungen im öffentlichen Raum auch mehr Infektionen bei Kindern beobachten werden können? Also ich meine, das ist ganz schwer vorherzusagen, weil das von der Basis Infektionsreproduktion abhängt. Ich würde aber nochmal den Punkt machen wollen, dass wir auf der einen Seite natürlich Kinder als Elemente der Gesellschaft angucken können, die irgendwie ein besonderes Risiko darstellen. Wir müssen aber, glaube ich, genauso, und das ist dieser ganze Aspekt Kinderrechte, auch sagen, dass Kinder erstmal auch selbst Individuen sind, die ein eigenes Risiko haben. Und nicht nur ein Risiko darstellen. Und ich finde schon auch, diese ganze Modellierung aus China ist ganz interessant, aber sie beruht natürlich auch auf eine Situation, wo dann auch gleichzeitig gezeigt wird, der Lockdown hat noch viel größere positive Effekte. Und wir sind uns alle einig, glaube ich, dass wenn wir sämtliche soziale Kontakte unterbrechen, so wie das in China passiert ist, dass das positiv ist für das Infektionsgeschehen. Es ist aber auch sehr positiv, und dieser Punkt wurde schon neulich auch schon mal gut gemacht, dass wir viele mit unserer Gesellschaft eng verbundene Risiken sehr wohl bewusst in Kauf nehmen, Verkehrsunfälle und viele andere Dinge. Und die Coronavirus-Infektion ist da eine. Und wir müssen gucken, wie können wir mit möglichst wenig Schaden für unser gesellschaftliches Leben jetzt uns anpassen, unseren Lebensstil anpassen. Und ehrlich gesagt war das bei Influenza, haben wir das bei Influenza, auch wenn dieser Vergleich immer jetzt so diskreditiert ist, aber wir haben es einfach auch ignoriert. Bei Influenza gab es ja genau, die gibt es ja ganz lange, klare Erkenntnisse, wie man Influenza-Tote verhindern konnte. Das hat nur zu wenig geführt. Und jetzt auf einmal bekommen die gleichen Maßnahmen ganz anderen Stellenwert. Also ich glaube, da jetzt mal die Chance wahrzunehmen, reinzugucken, können wir vielleicht sogar mit Dingen, die unser Lebensstil gar nicht wesentlich negativ beeinflussen, Infektionen verhindern. Das ist eine tolle. Ja, und wenn ich da noch mal vielleicht mit einsteigen darf, ich auch glaube mal wirklich. Schaden, den man dadurch. Hören Sie mich? Nee, gerade wieder kurz nicht. Frau Protzer ist eingestiegen. Tut mir sehr leid. Nein, macht nichts. Aber ich glaube, der Punkt ist wirklich wichtig. Wir müssen einfach lernen, mit diesem Virus zu leben. Wir haben ja auch gelernt, mit Influenza zu leben. Und wir akzeptieren, dass es jedes Jahr eine Übersterblichkeit in der Influenza-Saison gibt. Und genauso müssen wir das auch eben für dieses neue Virus akzeptieren. Wir kennen das noch nicht so gut. Wir können das noch nicht so gut einschätzen. Aber genau wie Herr Hennecke das sagt, wir akzeptieren ja auch andere Risiken. Wir akzeptieren, dass es Verkehrsunfälle gibt. Wir akzeptieren, dass es Skiunfälle gibt, wenn wir jetzt Sport treiben. Mhm. Wir müssen einfach, für uns ist es eine ungewohnte Situation, weil wir so gewohnt sind, alles unter Kontrolle halten zu können. Und das ist eben bei Infektionserkrankungen in dem Fall ein bisschen schwierig, gerade wenn wir sie noch nicht kennen. Aber die Sterblichkeit ist ja schon höher bei Corona als bei der Influenza im Vergleich. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sicher. Also die Übersterblichkeit im Moment ist höher. Klar, weil es natürlich war, was auf jeden Fall noch dazu kam zu der normalen Influenza-Welle. Das ist, glaube ich, keine Frage. Die Übersterblichkeit, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, nach der letzten Zahlen ist doch bei jetzt weltweit 150.000 ganz sicher im Vergleich zu den normalen. Das ist, glaube ich, keine Frage. Aber ob die Sterblichkeit oder das Risiko an einer
SARS-Coronavirus-Infektion zu sterben, wirklich höher ist als das Risiko, an einer Influenza zu sterben, da bin ich mir nicht so wirklich sicher. Ich glaube eher, dass das relativ vergleichbar sein wird im Endeffekt, wenn man da mal die ganzen Unsicherheiten rausmittelt. Der Unterschied ist, es sind halt viel mehr Personen empfänglich. Wir haben keinen Schutz in der Bevölkerung. Gegen die Influenza ist ein Teil der Bevölkerung einfach geschützt, weil sie es halt irgendwann schon mal hatten und ein Teil ist geimpft und nur ein Teil ist empfänglich. Und hier sind halt praktisch alle empfänglich. Das ist der Unterschied. Und ich denke, wichtig, schon nur eine kurze Anmerkung. Es wird immer so getan, als wäre Influenza eine Erkältung. Ja, wir haben ja Jahre wie 2017. Bin ich dabei oder bin ich sehr verzögert? Nein, Sie sind dabei. 2017 war eine völlig andere Situation als 2019. Das heißt, da gibt es auch große Unterschiede und man tut der Influenza auch Unrecht, wenn man sie banalisiert, jetzt im Blick im Verhältnis zu Coronaviren. Das sind sehr dynamische Erkrankungen, die für jeden Menschen ein sehr individuelles Risiko darstellen. Und das ist jetzt ja auch so. Wir sehen ja von diesen, wenn das sehr definierte Infektionskohorten waren, wie auf dem Flugzeugträger oder auch auf dem Kreuzfahrtschiff, dann sehen wir, das ist nicht Pest und Cholera. Ja, das ist eine. Aber natürlich haben wir im Augenblick, ist das eine neue Erkrankung und deswegen trifft sie auf andere Resistenz als die saisonale Influenza. Ich möchte jetzt nochmal zu den Kindern nochmal schnell zurückkommen, weil wir haben nur noch 4 Minuten und ich würde gerne noch 2 Fragen stellen. Und zwar, wenn jetzt durch die Lockerung gehen wir davon aus, mehr Kinder werden wieder infiziert. Wie schnell werden wir denn die Infektion bei den Kindern dann erkennen können, weil sie ja auch so deutlich weniger oder milder erkranken? Und wie können wir sie erkennen und was können wir dann tun? Also ich glaube, wir müssen schon in 4 Wochen Rhythmen denken. Weil das, nach dem, was ich auch gerade gesagt habe, mein Kind steckt sich an, es entwickelt Symptome, es gibt das Virus weiter und dann gibt es eine mittlere Häufigkeit. Das nützt ja nichts, wenn wir einen kleinen Peak haben und sofort überreagieren, sondern dann muss man auch mal schauen, ist das jetzt nur eine Varianz oder ist das wirklich ein Signal? Und da muss man einfach ein bisschen Luft holen und dann ist man ganz schnell bei 4 Wochen. Also glauben Sie, dass wenn in Schweden jetzt dort, wo die Schulen offen sind, nur 2% der bestätigten infizierten Kinder sind, liegt es daran, dass sie vielleicht nicht erkannt werden? Oder gibt es dann doch einen anderen Grund dafür? Also ich glaube, man muss da, das sind eben Erkrankungen, die eine hohe Dynamik haben. Das ist auch nicht so, das haben wir am Anfang doch auch gesehen. Das geht dann langsam los und auf einmal geht es in die exponentielle Phase. Und wenn ich eine kleine Gruppe habe, dann dauert das einfach, bis sich so eine Infektionshäufung wieder herstellt. Deswegen können wir auch nicht einfach Entwarnung geben. Und das werden wir auch in den nächsten Monaten nicht machen. Man muss aufmerksam sein und muss gucken, die alles nüchtern analysieren. Aber sowas kann auch mal 8 Wochen dauern, bevor das Signal dann eindeutig auf so einen kleinen Herd zurückzuführen ist, der sich dann aber entsprechend klein war. Und dann braucht er seinen Spielball. Ich glaube, der Punkt Schweden ist, die Schweden unterdiagnostizieren ganz sicher. Ja. Die Schweden haben eine Sterberate, die ist 10-mal so hoch wie die in Deutschland und fast 3-mal so hoch wie die in den USA. Das ist überhaupt nicht zu erklären anhand der Infektionszahlen, weil die haben ja ein sehr gutes Gesundheitssystem. Das heißt, die einzige Erklärung, die es für mich dafür gibt, ist, dass viele, viele Infektionen in Schweden gar nicht entdeckt werden. Und dann muss man dann natürlich damit draufrechnen. Wir in Deutschland sind, ich würde nicht sagen Testweltmeister, aber sehr, sehr gut im Testen und testen sehr viel. Das heißt, relativ zu anderen Ländern wissen wir viel von unseren Infektionen und dann rechnet sich natürlich auch die Sterberate runter. Und in Schweden ist die meines Erachtens deswegen so hoch, weil einfach lange viel zu wenig oder Infektionen halt lange nicht erkannt wurden. Ich glaube nicht, dass es dafür eine andere gute Erklärung gibt. Okay, dann möchte ich jetzt zu meiner Schlussfrage kommen. Wie können sich Eltern und Kinder zu Hause richtig verhalten? Wie können sie Ansteckung vermeiden? Und macht es Ihrer Meinung nach Sinn, Infizierte aus dem Haushalt zu entfernen? Nein. Wir haben doch gerade, ich meine, ich denke, eine der wesentlichen, für uns ist es nicht überraschend, aber es ist ja eindeutig so, dass es Menschen gibt, die keine Symptome haben und das sind bei Kindern wahrscheinlich die Hälfte oder mehr, trotzdem die Viren übertragen können. Und bei Erwachsenen gibt es auch asymptomatische Verläufe. Und wir gehen mit solchen Infektionserkrankungen in unserer Gesellschaft, wir wissen, wie wir damit umgehen. Ich denke, mehr auf Hygiene, auf Basishygiene zu achten, macht Sinn.
wenn Menschen krank sind, müsste nicht die ganze Familie sich drumherum hocken. Das kennen wir auch, da Versorgungsstrukturen aufzubauen mit wenigen Kontakten. Aber jetzt, wir können nicht, also Familienmitglieder rauszunehmen, gerade kleine Kinder, die dann auch besonderen Schutz und besondere Nähe brauchen, weil sie krank sind. Ich weiß nicht, wie wir das rechtfertigen wollen in unserer Gesellschaft. Und wenn Sie mal die Chinesen fragen, die die erste SARS-Epidemie noch erlebt haben und die zu der Zeit in der Schule waren und weggesperrt wurden in den Schulen und 3 Monate ihre Eltern nicht sehen dürfen, das war hochtraumatisch. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, das zu tun. Alles klar. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, sich den Fragen hier zu stellen. Ich danke auch den Journalistinnen, die hier zugehört haben und sich im Chat mit den Fragen beteiligt haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ebenso, vielen Dank. Gerne, danke.